Ja, hallo Freunde. Ich wende mich heute an euch mit einer Stellungnahme zu der neuen CD der Gruppe Blink-182. Wie wichtig ist die eigentlich? Welche Bedeutung kann die haben? Die Bedeutung ist nicht so groß, sie ist in etwa so groß wie alles, was Rise Against nach The Unraveling gemacht haben. Und anstelle der neuen Blink-182-CD möchte ich euch nochmal aufmerksam machen auf die Reihe Live in a Dive. Da gab es ein Live-Album von No Use for a Name, da gab es dann eins von den Swingin' Utters, von Sick of It All, dann kam eins von Lagwagon, das war natürlich besonders gut, und am Ende eins von Bracket, das habe ich, um ehrlich zu sein, nicht gehört. Es ist wahrscheinlich nicht so gut. Hört euch das mal lieber an, das ist eigentlich besser. Tschüss!